Was geht ab, Leute? Mein Name ist Chris, der schönste Arbeitslose auf der ganzen Welt. Und ihr seid bei Rigatoni und checkt sein Video Nicole 2. Du weißt. Das verwischte Blut, ich krieg von dem Gedanken einfach nicht genug. Du und ich, ich und du, ja wir beide waren richtig scheiße, aber leider wollte ich's nicht einsehen. Mittlerweile hab ich richtig Heimweh, aber ich kann nicht zurück, bin noch immer auf der Flucht vor dem Gesetz und vor deinem Duft. Du warst alles für mich, ich falle ins Nichts, weil ich zusehen musste, wie alles zerbricht. Ich wollte die Gedanken in Schnaps ertränken, doch es hilft nicht, ich brauch was, um mich abzulenken. Wie viel Schmerz kann die Seele ertragen? Ich weiß nicht, ich glaub, ich geh wieder jagen. Nicole! Nebenan nur zwei verzweifelte Seelen. Wir hatten nichts, waren am Boden, wollten beide aufgeben. Waren ganz alleine im Regen, auf unterschiedlichen steinigen Wegen. Aber das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ab dem Moment, in dem du hereinkamst durch die Tür, konnte ich spüren, dass uns beiden irgendetwas verbindet. Oder zumindest, dass du ungefähr dasselbe empfindest wie ich. Wir haben uns beide Wodka bestellt, unterhielten uns dann ewig über Gott und die Welt. Du meintest zu mir, für gewöhnlich machst du sowas nicht, aber du nahmst mich mit zu dir. Haben wir gefickt. Wir waren Trostpflaster, nicht so groß, aber meine Geschichte war fast wie deine, nur boshafter. Wir wollten loslassen, fanden dabei uns, nein, wir fanden eine Chance und erkannten ihre Gunst. Dann hast du mir erzählt von diesem Typen namens Patrick und dass du schon dein Leben lang Gefühle für ihn hattest. Ich sagte, ich verstehe davon mehr als du denkst, denn auch wenn es niemals wahr wird, dein Herz war verschenkt, dein Schwert war versenkt in einem Felsen aus reiner Liebe und es gab keine Ziele, keine Perspektive ohne ihn, so wie für mich ohne sie. Und nie bekommen Menschen das, was sie verdienen. Und wie soll man denn weitermachen in der Finsternis, mit der Gewissheit, dass die Dunkelheit für immer ist? Solange bis man schließlich innerlich zerrissen ist, verbissen von dem Leben und den unzähligen Tritten ist. Was soll man tun gegen die Einsamkeit? Ich glaub, das beste Mittel ist geteiltes Leid. Gemeinsam weinen, solange bis man sich in den Schlaf wiegt. Jalousien zu, damit man nie mehr den Tag sieht. Ich hör noch immer deine Stimme im Kopf, als du gesagt hast, eines Tages klingst du dich aus. Ich hör noch immer meine Stimme im Kopf, als ich gefragt habe, wenn ich springe, springst du dann auch? Ich hör noch immer deine Stimme im Kopf, als du gesagt hast, eines Tages klingst du dich aus. Ich hör noch immer meine Stimme im Kopf, als ich gefragt habe, wenn ich springe, springst du dann auch? Wir wurden depressiv, Tablettenmelancholie, ein wenig neben der Spur, ein bisschen neben dem Beat. Wir wollten beide nur dem Nebel entfliehen, ich wegen ihr und du wegen ihm. Und der Gedanke brannte sich in deinem Schädel ein, nie wieder Schmerzen spüren für alle Ewigkeit. Es könnte für uns beiden Trost schaffen, loslassen. Es könnte tot machen, was wir auf den Tod hassen. So ging das einige Wochen dann hin und her und jeden Tag fanden wir noch ein paar Gründe mehr. Am Anfang, da war es nur eine kleine Idee, doch mit der Zeit wurde klar, es ist der einzige Weg. Und jetzt sitzt du vor mir, küsst meine Stirn und versprichst mir, alles wird gut. Und jetzt sitzt du vor mir, küsst meine Stirn und versprichst mir, alles wird gut. Wir machen es gemeinsam, also auf drei dann.